eine Ausschreibung vom Dekanat hier an der Humboldt-Universität für besondere Projektideen. Und der Standard, den ich hier ja sonst in Seminaren habe, ist irgendwie, ich kann Videos mitbringen oder ich kann überhaupt nur Audio-CDs abspielen von afrikanischer Musik. Und in diesem Seminar war es uns beiden möglich. Also erstens konnten wir zusammen mit den Studierenden Musik machen und dann konnten wir einmal mit verschiedenen Gruppen, die sie wirklich sehen konnten, mit denen sie sich unterhalten konnten, wo sie Rückfragen stellen konnten, da spielte Musik natürlich plötzlich eine ganz andere Rolle. Initially I thought that, you know, artists or composers or poets, they are always a little bit much more sensitive. Music and intercultural studies or something like that would be a perfect medium to communicate or to convey different messages on how to bridge these kinds of imbalances we have in societies. We had to use music a lot of the time to bridge many things, like in the theory, yeah, people. At some point we would have a little blockage. For example, I think on the first day. What you are doing? It gives me a lot of room to build something at all. Die Vermittlung, die wir gemacht haben, war ja wirklich sehr musikorientiert und manchmal haben wir sehr wenig erklärt dazu. Because we had this idea, this concept that okay, European music is mostly notated. The African music is mostly you do by practice. Und ich glaube, da musste sich auch im Gehirn der Studenten erstmal was umstellen, dass man eine Musik erstmal einfach nur erfahren muss. Nicht immer gleich darüber nachdenken oder wissen wollen, wie das funktioniert, sondern einfach mitmachen, miterleben, sich hineinfühlen. Und dann kann man ein Wissen generieren, was man sonst ganz schwer erwerben kann. First, there was a little bit of a conflict with authority. I could see the conflict between what they are teaching in the school and this new way to improvise on the material that is given to you. It was in the paper, and they had a little, they hesitated. Da das auch ein Lied beim Wettrudern ist, muss das auf einen klaren Rhythmus gehen. Ja, ey, ja, ja, ey, ja. Aber auch das war vielleicht ein neues Unterrichtskonzept, zu sagen, wir gehen mal kreativ mit wissenschaftlichen Texten um und nicht nur theoretisch oder analytisch. Wir versuchen wirklich was Neues aus bestehenden yeah. Sachen zu machen und das wieder zu beleben. Ja, jetzt wir mussten ja die entsprechenden Gruppen finden in Berlin, mit denen man so etwas zusammen machen könnte und dann noch zu merken, wie schwierig das in so einem interkulturellen Austausch ist, also wie weit wir doch entfernt sind, obwohl wir in derselben Stadt leben, mit denen zusammenzukommen, mit denen verbindliche Vereinbarungen zu treffen, denen gleichzeitig vertrauen zu können, zu sagen, ihr habt einen Tag Workshop und an dem dürft ihr machen, was ihr wollt. In diesem Zusammenspiel, das hatte ich mir sehr viel einfacher vorgestellt. Wieso du Kukende? Der Lingala ist ganz einfach, man liest einfach, was man sieht. Kuna na likolo. Kuna na likolo. Doko kende, nicht doko kende, nein, doko kende. Biso doko kende. Choir workshop, yeah, I thought it was very good. Weil es ganz unerwartet der Gospelchorlehrer und die Sänger, die dabei waren und der Chor, der da gekommen ist und mitgemacht hat,
sich sehr interessiert haben für unsere Studierenden und die ganz gezielt gefördert haben. Ich singe dann Professor in Bewegung. Bam, ba, ba, ra, ba, ba. Bam, ba, ba, ra, ba, ba. Oh. So viel Blumen, ne? So viel Blumen. Ja, ja, ja. Okay, wollen wir das probieren? Ja. There were some difficulties, I think, with the communication with the choir leader and both of us. And I don't know if this should go on camera. It had to do with food and drinks. For me, it was surprising because I just thought to myself that they are reinforcing all the stereotypes that people have of their culture. Das ist sicher halt eine Lektion, die wir gelernt haben, Essen und Trinken, wie wichtig das ist bei solchen Workshops. Und wie sehr man da auch Geld für einplanen muss, was an einer Universität auch nicht so leicht zu vermitteln ist. Gerade auch das Catering, was wir dann bestellt haben und was wir organisiert haben oder was sie selber mitgebracht haben, hat extrem dazu beigetragen, dass die Studierenden das auch alle mal essen mussten, was in Afrika gegessen wird. Das macht natürlich ganz viel aus. Also das ist ja immer das Erste, wovon ich anfange zu erzählen, wenn ich von meinen Feldforschungen rede. Schön fand ich bei dem Meka-Workshop wirklich, dass sie bestimmte Elemente aus ihrer Kultur mitgebracht haben, versucht haben, ihre Kultur darzustellen, mit Märchen, mit kleinen Theaterstücken und sowas. Das kam mir alles sehr vertraut vor, auch aus Kamerun, und das ist was, was man nicht so alle Tage sieht. Am verrücktesten für die Studenten war wahrscheinlich die Diskussion über Polygamie und ähnliche kulturellen Eigenheiten, wo doch die kulturellen Unterschiede sehr deutlich hervortraten und das aber, glaube ich, auch unseren Studierenden sehr gut getan hat. For the Meka workshop that was from Cameroon, yeah, they also did not show up on time. I know, but I was just being too strict to also stop this stereotype that the Africans don't keep time. From the side of the students, I think they had the opportunity to perhaps tear away some of the stereotypes they have in their head. I think that for them, they had the opportunity to meet and to share time and make music together with the choir, with Meka. So I think they got something. We had given out invitations to people from the Cameroonian community, and of course I knew that they probably would not show up. I was surprised that they did not have so much interest in the presentation, because this had to do with their culture, but also to see that there are
German students were interested to share with them what had been collected probably 100 years ago. Man gibt was vor und die Gruppe reagiert mit Gesang darauf. Voodoo Ebuki, Nama Yese Misuba. Voodoo Ebuki, Nama Yese Misuba. Dass es wirklich so schwierig wird, Leute nach Dahlem zu bringen, ist natürlich schade für das Projekt, weil das war schon der richtige Ort dafür. Dort sind die meisten Ausstellungsgegenstände. Dort wäre das Archiv gewesen. Es sollte sozusagen so einen Weg bahnen. Also wir sprechen jetzt über zwei Beispiele, wo wir jeweils fünf tiefe Töne haben. Also 1, 2, 1, 2, 1. Und jetzt ist die Frage, wie klopfen wir das? Wie trommeln wir das? Und da konnte man jetzt vielleicht hören, dass es also wirklich, es liegt an den Wörtern. Penda, Mudumbu. Da sind kurze Pausen drin und genauso wird es auch getrommelt. Dam, dam, da, dam, dam. I think it had to do with that they have a fear of institutions. Yeah. That they did not see what kind of a role this plays in their life. Perhaps also financially. I'm not too sure. I have to find out. But overall, I was very satisfied. From the presentation, yeah, from the students, it was very good. Es sind ein paar historische Quellen, ein paar Lieder, sowohl im Unterricht wie dann auch bei der Schlusspräsentation, konnten wir wirklich revitalisieren, mal ausprobieren, wie würde sich das anhören, wenn man das singt. Also wir haben wirklich auch was erzeugt. Und an Sachen kreativ gearbeitet. I posted a video of the prison of the music they did. I sent to a couple of friends who are musicians and they were very, very impressed. I think I will share their feedback with the students. The students, they got something. I think that they had the chance to get some practical exposure. Musikethnologische Seminare zu machen, ohne mit den Leuten aus der entsprechenden Kultur oder mit der Community aus der Kultur, die in Berlin lebt, zu machen, da habe ich eigentlich keine Lust mehr zu. There are a couple of the students whom I believe gonna continue. And same too for the Africans, because I will not generalize or talk on behalf of them, but I thought that a little bit of the fear they have of, say, institutions or people, they could break down a little bit of those barriers. Also wir haben es jetzt mal geschafft, afrikanische Kulturvereine hier in dieses Haus zu bringen. Wir haben es auch mal geschafft, Studierende in die Werkstatt der Kulturen zu bringen, was ein Ort ist, wo auch viele noch nicht gewesen sind. Und wir haben es auch geschafft, Studierende in mal das Museum Dahlem zu bringen, wo auch viele Studierende noch nicht gewesen sind. Das ist immer ganz, da ist immer schon ganz viel erreicht, wenn man bestimmte Wege mal gegangen ist, die man sonst nicht kennt. Es war, glaube ich, auch in so einem neuen Unterrichtsformat wirklich eine gute Sache, dass wir das zusammen gemacht haben und wir von der Art her uns sehr gut verstanden haben, aber gleichzeitig sehr anders waren. Und deine Raucherpausen haben ganz andere Gespräche erzeugt, als meine eher immer auf die Uhr gucken und sagen, wie machen wir das so und so. Also ich glaube, das war, das hat im Zusammenspiel ganz gut funktioniert. Ja. Pusser, Pusser.